Herzlich willkommen zu Klare Sicht. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und vor allem von Anfang an wollte ich euch erstmal sagen, vielen, vielen Dank für eure finanzielle Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr uns teilt. Und vielen Dank, dass ihr euch diese Informationsinterviews auch anschaut. Heute haben wir wieder einen Gast da, der natürlich ein bisschen Wahrheit wieder zum Vorschein bringen möchte. Und zwar handelt es sich um die Partei BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Die ist ja erst frisch gegründet, im Endeffekt seit diesem Jahr. Am 8. Januar 2024 wurde sie gegründet von 44 Mitgliedern. Unter anderem hatte Sarah Wagenknecht von den Linken aufgerufen, doch ein neues Bündnis zu schließen. Und inzwischen haben sie circa 450 Mitglieder. Tausende von Mitgliedern wollten sich anmelden, aber sie haben einen Mitgliederstopp gemacht. Anscheinend gibt es über 8000 Mitgliedsanträge. Sie wollen dieses Jahr jedoch nur bis zu 1000 zulassen und merkwürdigerweise jeden einzelnen Menschen, der eintritt, kontrollieren. Marcel Jeschke ist heute bei uns. Er ist suspendierter Feuerwehrmann, Ex-Bundeswehrsoldat. Und mit ihm möchten wir über die Erfahrungen sprechen, die er bei der BSW gemacht hat. Herzlich willkommen, Marcel. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Marcel, du bist von der Blaulichtfamilie. Das sieht man auch unten an deiner Bauchbinde. Kannst du vielleicht den Leuten erstmal sagen, ein bisschen zu deiner Person und dann auch, was Blaulichtfamilie eigentlich bedeutet? Ja, ich bin selber Feuerwehrmann, leider vom Dienst noch immer suspendiert, egal was selbst die RKI-Files zum Tageslicht gebracht haben. Die Blaulichtfamilie ist eine Vereinigung von verschiedenen Beamten, Ärzten, Krankenschwestern, Feuerwehrleuten, Polizisten, Soldaten, Verwaltungsbeamten, querbeet, die sagen, wir sind im Rechtsstaat verpflichtet. Und das, was zum Teil gerade während der Corona-Zeit gewesen ist, war nicht mehr rechtsstaatlich. Und das beweisen die RKI-Protokolle, dass es nicht rechtsstaatlich war. Das hat ja jüngst erst auch ein Gericht zur Prüfung an das Bundesverfassungsgericht gegeben mit der Klärung der Sache, ob denn diese Impfpflicht überhaupt so haltbar war fürs medizinische Personal. Durch mein Engagement gegen diese Impfpflicht bin ich quasi ins Fadenkreuz, ich nenne das mal meines eigenen Staates, geraten und zum Terroristen gemacht worden. Ja, und über diesen Wahnsinn, den ich mir selber nicht erklären konnte, und auch über tiefe Bestürzung über die rechtsstaatliche Situation in unserem Land, habe ich dann im Winter 2022 Sarah Wagenknecht eine E-Mail geschrieben, in der ich ihr geschrieben habe, dass sehr, sehr viele Beamte bestürzt sind über den Zustand, in dem sich der Rechtsstaat derzeit befindet, und sie ermutigt, weil es ja diese Gerüchte um die neue Partei gab, bitte, bitte unbedingt diese neue Partei, die sich ja für Vernunft und Gerechtigkeit einsetzt, an den Start zu bringen, den Mut zu haben, da sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Beamte gerade, die sich der Gesellschaft verpflichtet fühlen, dort mit engagieren wollten, um eine für alle dringend notwendige politische Wende für den Menschen, für die Bürger einleiten zu können. Das war meine Motivation und viele von den Menschen, die ich kenne. Welche Repression hattest du denn zu ertragen seitens der Regierung? Na, es ging zuerst darum, natürlich um diese Impfpflicht. Ich habe dann gesagt, ich wehre mich dagegen, bin dann vom Dienst suspendiert worden im Mai letzten Jahres. 22, habe Ende April 22. Es gab da verschiedene, es ist ja in der ganzen Behörde dann ein sehr großer Wuling entstanden. Bei uns in Dresden war es so, dass ein Drittel der Feuerwehrleute von ungefähr 700 sich nicht impfen lassen wollten. Ich habe das mit jemandem von der Gewerkschaft organisiert, mit Rechtsanwälten, dass wir das nicht müssen, weil wir das in Frage gestellt haben, die rechtliche Grundlage, zu Recht, wie sich herausgestellt hat nach dem Pfizer-Files und RKI-Files. Und darüber ist es auch so, dass man dann irgendwann im Wortlaut unflätig wird, weil dieses Unrecht für jemanden, der tief in der Sache drin war, einfach so spürbar ist, dass es dort dann Auseinandersetzungen gab. Und man, auch weil ich auf Demonstrationen dazu gesprochen habe, über das Unrecht, über das bewiesene Unrecht, ich sozusagen ja nicht mehr tragbar war in der Außendarstellung oder wie auch immer man das nennen will. Es gab dann sogar einen Gerichtsprozess gegen einen meiner Vorgesetzten, weil ich damals geäußert habe, dass diesen Befehl, wenn er den von oben nach unten weitergibt, eine nicht rechtmäßige Anweisung ist, eine
dienstliche Anweisung, die er so nicht geben darf, und dass ich dann notfalls vor Gericht gegen ihn aussagen muss, wenn jemand dann einen Impfschaden hat, dass er das angeordnet hat. Denn diese sogenannte beamtenrechtliche Handhabe, dass ein Staatsdiener alles ja zu Lasten, nenne ich es mal, wie das früher mal war, des Staates befehlen kann und dann in Haftung der Staat ist, das ist ja so nicht. Dafür haben wir ja private Haftpflichtversicherung, falls wir Dienstvergehen machen. Bei der Bundeswehr war es so, wenn du dann einen Helm verlierst oder so, ne? Das ist nicht mehr so wie früher im Staatsrecht, wo dann der Staat dafür aufgekommen ist, sondern das ist im Hintergrund alles in privatrechtliche Konstrukte verwickelt worden. Und deswegen müssen wir uns ja auch privatrechtlich versichern. Also es wäre, glaube ich, wenn das passiert wäre, sehr ungünstig für ihn gewesen. Ich kam mit ihm bis dahin immer gut klar und habe aber gesagt, das funktioniert so nicht. Das kannst du so nicht uns anordnen. Und daraus ist so eine Lage entwickelt worden. Ich hätte ihn bedroht. Das ging dann auch vor Gericht. Ich habe den Gerichtsprozess zum Glück gewinnen können. Wie gesagt, ich habe in der Feuerwehr bis dahin nie Probleme gehabt und habe kurz vor meiner Suspendierung sogar noch eine Leistungsprämie bekommen, weil ich mich eigentlich immer engagiert habe, wo andere weggeguckt oder ja, nicht mitgemacht haben. So ist die Situation. Ja, es tut mir leid. Also du weißt bestimmt, wir berichten öfter über solche Fälle. Es tut auch in deinem Fall, tut es mir natürlich sehr, sehr leid, dass du als Beamter so behandelt worden bist. Trotz allem glaubst du an diese Demokratie und auch an das Grundgesetz. Und du hast uns ja schon gesagt, du möchtest heute darüber sprechen, was in der BSW passiert ist. Wann bist du da reingegangen? Oder vielleicht erzählst du uns einfach mal von Anfang an, was da passiert ist. Ich weiß es, denn wir haben zusammen fast eine Stunde miteinander telefoniert. Du hast mir alles ganz genau im Detail erklärt. Und da habe ich gesagt, das ist wichtig, dass die Menschen da draußen das auch wissen. Und deswegen lasse ich dir jetzt einfach den Raum, deine Erfahrung mit der BSW und vor allem auch deine Motivation. Ich will am Anfang nur von dir wissen, welche Motivation hattest du dort bist du überhaupt Mitglied erstmal, ne? Oder da einzutreten und mitzuhelfen? Ich lasse dir jetzt einfach mal den Raum. Also ich bin kein Mitglied, sondern ein sogenannter Unterstützer gewesen. Wie du schon in deiner Einleitung richtig formuliert hast, werden diese Mitglieder sehr, sehr rar ausgewählt, sehr sorgfältig. Ich persönlich halte das für grundsätzlich nicht unbedingt einen falschen Weg, denn es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in der heutigen aufgehetzten politischen Lage, mit wem man es da zu tun hat, den zumindest erstmal kennenzulernen. Und das kann man schwer in einem kurz beiläufigen Plakate aufhängen, sondern das war so geregelt, dass die Verantwortlichen, es gab Regionalverantwortliche, hier in Dresden war das der Dr. Andreas Uhlig und der Ralf Böhme. Es handelt sich um Sachsen, ja? Ja, Sachsen, genau. Es handelt sich um das Bündnis Sarah Wagenknecht in Sachsen, worüber ich berichten kann. Ich denke, was der Herr Forchheimer aus Thüringen mit seinem Rücktritt da berichten konnte, geht halt in dieselbe Richtung, ne? Intransparenz, Korruption, Gemauschel. Und das war eben hier auch in Sachsen der Fall. Also ich bin nach dem Brief, den ich dann oder die E-Mail an Sarah Wagenknecht verfasst habe, froh gewesen, dass es dann endlich soweit kam, Ende 23, denn es hat ja noch sehr lange auf sich warten lassen. Und wenn man wie ich politisch, ich fühle mich politisch verfolgt, dann ist natürlich in der Demokratie dieser Rettungsanker, nenne ich jetzt mal, dass es da irgendeine politische Kraft gibt, die sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzt. Und ich habe Sarah Wagenknecht, genau wie Gregor Gysi und Oskar Lafontaine, immer sehr für ihre Statements und zumindest das, was man in den Nachrichten sehen könnte, geschätzt. Ich konnte ja persönlich mit der linken Partei nicht ganz so viel anfangen, weil da sehr viele Fantasien immer und unrealistische Dinge von manchen, ich nenne es jetzt mal Fantasten, proklamiert wurden. Aber das, was Sarah Wagenknecht, Gregor Gysi und so immer gesprochen haben, das war das Einzige, was mich politisch immer angesprochen hat. Und als dann ja Sarah Wagenknecht auch noch sagt, wir müssen jetzt mal hier das Heft des Handelns in die Hand nehmen und wieder für Vernunft und Gerechtigkeit sorgen, dann spricht sich jemand, der sich von diesen Werten getragen fühlt, natürlich an, mit seiner Kraft da mitzuwirken. Ne? Ich bin suspendierter Beamter, ich bekomme immer noch mein Grundgehalt und kann jetzt auch nicht tatenlos rumsitzen, denn ich bekomme das Geld von der Gesellschaft dafür, dass ich für die Gesellschaft wirke. Und das war meine Motivation dort, dann mich zu engagieren mit der Zeit, die ich leider Gottes zur Verfügung habe. Und so war es so, dass ich über ein paar Dresdner Kreise, die sich eben politisch auch neu orientieren wollten, mitbekommen habe, dass es in Dresden diesen Aufbau gibt. Und bin dann von jemandem in das Netzwerk, nenne ich es mal, oder zu einem Treffen mitgenommen worden. Das war im
Februar 2024. Das war, glaube ich, das zweite oder dritte Treffen, die die Ortsgruppe Dresden, das war ja alles im Neuaufbau. Der Landesverband wurde erst im Februar 2024 hier in Sachsen gegründet. Und es war so, dass dann eben pro Stadt, pro Region ein, zwei Verantwortliche diesen Aufbau der Partei leisten sollten. Das hat bei uns der Dr. Andreas Uhlig und der Ralf Böhme in Hauptverantwortung übernommen. Die sind auch beide im Landesvorstand. Es gibt einen zehnköpfigen sächsischen Landesvorstand. Und so waren wir bei dem Treffen, bei dem ersten, ungefähr so 18 bis 20 Menschen. Davon ungefähr 60% politisch vollkommen unbefleckt, nenne ich es mal. Und so 40% waren welche, die waren früher mal an der SPD, welche, die waren schon bei den Linken. Und das war eine gute Mischung, es waren alles gute Menschen. Also die Basis in Dresden, kann ich nichts Schlechtes berichten, waren alles engagierte Menschen, die gesagt haben, wir verstehen das Bündnis Sarah Wagenknecht als Bürgerbündnis von ehrlichen Menschen, die mit ihrer Expertise und mit Engagement für die Gesellschaft einfach was auf die Beine stellen wollen. Die mit, ja, wir wissen es ja, dass in der etablierten Politik sehr viel über Netzwerkstrukturen, Lobbyismusstrukturen abgewickelt wird, wenn nicht sogar alles. Und das aufzubrechen, so habe ich Bündnis Sarah Wagenknecht verstanden. Es war dann auch ein hoher Landesbeamter aus dem Innenministerium, der saß direkt neben mir bei der Vorstandsrunde und der hat darüber berichtet, den Namen werde ich jetzt hier nicht nennen, dass im Innenministerium in Sachsen 80% der Mitarbeiter die Schnauze gestrichen voll haben von der Politik und einen politischen Wandel wollen. Ja, das waren seine Worte. Ja, und das ist auch glaubwürdig, denn aus den Reihen der Polizei und so, die ich kenne, geht es allen so. Ja. Ja gut, wir haben ja auch gesehen, in Sachsen haben die jetzt bei der Wahl also ganz schön auch zugelegt. Die haben 15 Sitze bekommen und das ist ja schon mal gar nicht schlecht, ne? Ganz am Anfang für die BSW. In Thüringen sah es auch recht ähnlich aus, da hatten die 15,8% auch 15 Sitze. Das ist nicht schlecht für aus dem, sagen wir mal, aus dem Nichts. Aber mich interessiert mehr, warum ging es denn bei dir da nicht weiter bei der BSW, als du da rein wolltest und als Unterstützer schon mal dich irgendwie da mal reingekrochen bist in diese Geschichten? Was ist dann passiert? Also am Anfang war es noch sehr, sehr demokratisch. Schon bei dem ersten Treffen, wo ich dabei war, hat der Andreas Uhlig gefragt, okay, wir müssen oder wollen jetzt eigentlich heute das BSW keine Kommunalwahlen mitnehmen, sondern wollte sich rein auf die Landtagswahlen in Sachsen konzentrieren, aber da so viele engagierte Menschen vor Ort waren, hat man gesagt, okay, dann versuchen wir es, gibt ja nichts zu verlieren. Wer könnte sich denn vorstellen, dort irgendein Mandat zu übernehmen? Und zu dieser Zeit herrschte quasi noch die Stimmung, okay, wir können uns hier wirklich einbringen, wir können Arbeitsgruppen, die Themen, um die es geht, wirklich beleuchten, wir können neue Ideen reinbringen. Wir haben das Wahlprogramm für die Dresdner Stadtrat selber geschrieben und das ist ein richtig, richtig gutes, wenn man sich das anschaut, also allererste Sahne. Und dann, das war ja so im Februar, März, kam es dann so, dass wir die ganzen Unterschriften sammeln mussten für die Kommunalwahl und Co. Und dann ging es aber mehr und mehr auch mit dem Blick Richtung Landtagswahlen, dass manche Menschen von uns gesagt haben, ich habe wirklich eine herausragende Expertise, ich glaube, ich könnte in so einem Landtag etwas bewegen. Und dann fiel es auf, dass irgendwie mehr und mehr dort, ich nenne es jetzt mal, gemauert wurde. Also so wie man sich das vorstellt, dass von unten nach oben gewachsen eventuell eine Gruppe sagt, okay, du und du, stell dich doch mal vor, was sind deine Expertisen und dann wählen wir dich als Kandidaten. Das war nur in der ersten Ebene so gewollt und gewünscht. Und ab dann ging es los, ab Ende März, dass so die Gerüchteküche brodelte, alle Plätze für die Landtagsmandate sind schon besetzt. Und da hat man natürlich gefragt, von wem denn? Also wir haben darüber noch nie gesprochen. Ja, wurde das denn abgestimmt? Gab es da eine Wahl? Denn normalerweise in einer demokratisch geführten Partei muss eine Mitgliederwahl stattfinden, wenn ein Vorstand ein Vorstand muss gewählt werden und darf nicht einfach aufgestellt werden und genommen werden. Wie ist es vor sich gegangen? Hast du da ganz interne Abläufe mitbekommen? Also beim Vorstand muss man noch dazu sagen, und ich sage jetzt Achtung, das ist justiziabel, weiß ich aus internen Gesprächen, dass im Februar in Chemnitz, wo dieser Landesvorstand gewählt wurde, dass dort definitiv nicht rechtmäßig gewählt wurde. Und was das für die Rechtmäßigkeit der Partei,
bedeuten wird, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Da bin ich sehr gespannt. Es war dort so, dass in verschiedenen Wahlrunden verschiedene Positionen gewählt werden mussten, wie das halt so ist, der Vorstand, der Beisitzer, der Kassenwart und so weiter. Und in einem Wahlblock ist es so gewesen, dass trotz ungefähr 50 Mitgliedern am Ende, obwohl das eigentlich unmöglich ist, denn jedes Mitglied hat drei verschiedene Karten bekommen, verschiedener Farben, um verschiedene Positionen zu wählen. Und in der ersten Runde ist es dann so gewesen, dass da eine Karte zu viel abgestimmt wird. Also wie als hätte ein Geist irgendwo eine Karte in die Wahlurne gesteckt. Und da hat man gesagt, wie kann das sein? Das gibt es doch gar nicht. Mussten neue Karten vorbereitet werden, um das Ganze nochmal im zweiten Wahlgang das Prozedere durchzuführen. Und da wurde penibel darauf geachtet, wen man, damit es nicht, ne, das ist ja ein Zeitverlust, wer die drei Karten bekommt, der Name abgestrichen und wurde wirklich sauber darauf geachtet, dass alle eine Stimme haben. Und da wurde abgestimmt und dann war wieder eine Stimme zu viel in der Wahlurne drin. Und ganz zufälligerweise kam dann noch jemand von Toilette, der gesagt hat, ich habe noch gar nichts in die Hand bekommen, also ich müsste eigentlich auch noch abstimmen, sodass, wenn der dann auch noch abgestimmt hätte, sogar zwei Stimmen zu viel in der Urne drin sind. Das wurde dann natürlich in großer Hektik, musste ja wie gesagt überhaupt erstmal der zweite Wahlgang vorbereitet werden, kam dann Unruhe auf, wie das denn sein kann und wie man sich verhalten sollte. Und in der Regel demokratisch wäre es sozusagen, okay, wir müssen also unsere Sinne noch größer schärfen, wir müssen leider Gottes noch einen dritten Durchgang machen, damit die Wahl rechtssicher und sauber durchgeführt werden kann. Dort gab es aber Stimmen unter der Hand, auch von Janina V., einer Listenplatzkandidatin, die damals noch für die Linke angestellt war, jetzt im BSW ist und auch eventuell in den Landtag einziehen wird, wenn das nicht korrigiert wird, die dann gesagt hat, komm, na, es wissen ja nicht allzu viele, wir lassen das jetzt mal so. Ich halte das für justiziabel. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Landeswahlleiter untersuchen muss. Nun, nach dem Bundeswahlgesetz ist es so, dass das natürlich alles protokolliert werden muss. Ich denke mal, das ist auch so aufgeschrieben worden. Hatte denn irgendjemand das weiter an den Bundeswahlleiter geschickt, diesen Vorgang? Das weiß ich nicht. Ich kann aber garantieren, dass wenn es zu einer juristischen Aufarbeitung kommt, jemand unter Eid aussagen wird, was ich hier sage. Also falls Frau V. mich da jetzt vielleicht sogar juristisch irgendwie belangen will, dann kann ich schon im Voraus sagen, da wird jemand mit Sicherheit eine Aussage treffen, auch unter Eid, dass das genauso stattgefunden hat. Und ich halte das für schon in ihren demokratischen Prozessen für, wenn wir schon am Anfang beginnen, nicht die Werte vorzuleben, die wir uns von einer demokratischen Gesellschaft erhoffen, also dass wirklich alles sauber und transparent abläuft, dann ist das Kind schon mit dem Bade ausgeschüttet. Und wenn man hat das denn dann einen Einfluss auf die Wahl dann auch, diese zwei Stimmen oder eine Stimme? Es hat natürlich einen Einfluss darauf, wer gewählt wird. Und viel, viel mehr hat das natürlich einen Einfluss, wenn gewisse Menschen, wie zum Beispiel Janina V., in einem ganz, ganz kleinen Kreis von diesem Wissen überhaupt Bescheid wissen. Dass die als Insider, wir gehen mal davon aus, das wusste vielleicht ein, zwei vom Vorstand und sie noch eine dritte oder vierte Person. Dass diese kleine verschworene Gemeinschaft natürlich dadurch ein gewisses Inner Circle-Geheimnis hat, was dazu führt, dass wenn irgendjemand mal sagt, ich möchte gerne auch auf so einen Listenplatz kommen, dass dieser sich gewiss sein kann, dass er einen Listenplatz bekommt. Weil der kann ja jederzeit sagen, ich weiß da was, das sollte vielleicht nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ja, wie ging das dann weiter? Also das ist dir das erste Mal dann aufgefallen bei dieser Wahl? Hast du dich dann weiterhin dort engagiert in der BSW? Das, was ich jetzt berichtet habe, habe ich erst später mitgeteilt bekommen, nachdem ich aus dem BSW ausgeschieden bin. Also es war dann so, dass wir über den März natürlich ganz, ganz viel Wahlkampf gemacht haben in Dresden. Ich würde auch sagen, mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass ich da maßgeblich, ich habe immer die ganzen Zelte, Tische, alles gefahren, weil ich ja auch frei hatte, muss man auch dazu sagen. Ich war nicht arbeitstätig zu der Zeit, deswegen habe ich das für mich als gerecht empfunden, dass ich mich um solche Dinge kümmere. Und es war dann so, dass Anfang April ist bei uns ein Malheur passiert, dass jemand, der auf der Liste in Dresden stand, noch zeitgleich auf der Liste der Linken stand. Und die linke Partei
wollte denjenigen, es waren zwei Kandidaten, nicht von ihrer Liste streichen, weil sie wussten, dass sie dem BSW damit quasi eins reinwirken können, denn man darf nicht auf zwei Listen stehen. Und somit konnte die eine Liste für den Wahlkreis des BSW rechtswirksam, ich nenne es jetzt mal, angefochten werden und wurde dann bei der Stimmauszählung, kam nicht zum Tragen. Und das waren Wahlkreisen, die ziemlich wichtig sind, wie zum Beispiel Dresdner Innenstadt, Altstadt. Jedenfalls war es dann so, dass wir bei einem Treffen mit neuen Listen korrigiert haben, die wir dann rechtzeitig beim Wahlleiter einreichen wollten. Und dort kam schon in einem Gespräch, ich nenne es mal einem Hintergrundgespräch heraus, und das war Anfang April, dass der Vorstand des Bündnis Sahra Wagenknecht in Personalunion von Sabine Zimmermann vertrauenswürdige Gespräche mit dem Ministerpräsidenten Kretschmer plant. Also schon 5 Monate vor der Wahl war dort zu hören, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht sich mit der CDU zusammentun will. Und da waren natürlich extrem viele Menschen geschockt. Auch welche, die selbst schon Mitglieder waren. Es gab zu dem Zeitpunkt nur 64 Mitglieder, handverlesene Mitglieder, 6 davon in Dresden, die dann gesagt haben, unter so einen Umständen stelle ich mich nicht zur Kandidatur auf, weil das schockiert mich. Ne? Die CDU ist seit 40, 45 Jahren für die gestalterische Politik in der Bundesrepublik verantwortlich, also auch für die Missstände. Und in Sachsen seit 1990 gab es quasi keine Regierung, die nicht CDU-dominiert und geführt war. Also jeder, der auch für die Bauernproteste und alles, was da war, jeder, der sich auf diese, ich nenne es jetzt mal, hohlen Phrasen und Versprechungen von Menschen, die seit 33 Jahren die Geschicke kontrollieren und herbeiführen, lässt, dass sich ab diesem Jahr dann wieder was ändern wird, dem ist schwer zu helfen. Und das sehen natürlich die Unterstützer im Bündnis Sahra Wagenknecht genauso. Sie wollten eine Politikwende, weg von einseitig transatlantischer Politik, die uns in den Konflikt auch mit Russland gebracht haben. Also es war ein Bedürfnis von vielen BSWlern, soziale Politik, Kapitalismus. Und vor allem Friedenspolitik wurde ja propagiert von der Frau Sahra Wagenknecht, gerade für dieses Bündnis Sahra Wagenknecht. Frieden stand ganz oben, aber Frieden mit der CDU ist natürlich ein schwieriger Weg. Was ist dann passiert? Wir haben das ja als Journalisten auch mitbekommen und wir haben gleich gesagt, ja, also was kann man da dann mit der BSW anfangen? Wie war das dann für dich? Hast du da was vorgetragen? Hast du selber dich auch beschwert oder waren viele, die sich beschwert haben? Es haben sich sehr viele beschwert. Ich selbst habe dann auch eine E-Mail geschrieben an den Vorstand selber. Ich weiß durch meinen kritischen Geist und durch meine Kontakte auch in die Polizei und ins Ministerium, dass da so viele Dinge im Argen liegen, die im Zuständigkeitsbereich der CDU sind. Wenn man sich zum Beispiel die letzten 20 Jahre mit dem Thema Sachsensumpf auseinandergesetzt hat, ja, wo ja hauptverantwortlich damals noch der Herr de Maizière war. Wenn man 2022 die Geschichte von dem damaligen Innenminister Wöller sich anschaut, und das ist ja nur ganz, ganz sachte an der Oberfläche thematisiert worden, was da wirklich im Ministerium gelaufen ist. Ich kenne jemanden, der direkt davon betroffen war und habe zum Beispiel dem Vorstand angeboten, diese Dinge offen kundzutun, weil ich der Meinung war, das ist ja Korruption, das ist Betrug, das ist genau das Gegenteil von Demokratie, dass wir auch im Bündnis Sahra Wagenknecht ein Interesse daran haben, diese Dinge publik zu machen, um sie natürlich für den eigenen Wahlkampf auch zu nutzen. Na, machen wir uns nichts vor. Die Schwächen. Du hast es, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber mit Transparenz wurde auch geworben. Genau. Genau. Mit die Schwächen der anderen, wenn sie denn stimmig sind und transparent sind, offen zu legen, um sie sich selbst zunutze zu machen, weil man es ja besser machen will, ist in meinen Augen jetzt nichts Schmutziges. Und ich habe das angeboten, dass ich da über viele Interna verfüge, ob wir die nicht im Wahlkampf nutzen wollen. Und das ist komischerweise auf sehr wenig Gegenliebe gestoßen, was ich natürlich im Nachhinein dann verstanden habe. Also im Nachgang, als das mit der CDU mit den Kontakten schon bekannt wurde dann im April, habe ich dann erstmal verstanden, wie das zustande kam, dass mein Appellieren, über die CDU gewisse Dinge publik machen zu können, nicht fruchten konnte, weil man sich ja mit denen schon unterhalten hat. Und so war es dann eben auch bei den Unterstützern, die gesagt haben, also maßgeblich die Corona-Politik ist von Herrn Kretschmer durchgesetzt worden und zwar durchgepeitscht worden, obwohl er eigentlich
besseres Wissen hatte. Es gibt auch im Internet verfügbar Videos, dass April 2020 eine hochgradig delegierte Gruppe von engagierten Bürgern, darunter war auch Professor Bhakti, da war der Martin Haditsch, glaube ich, dabei, da waren ein paar Dresdner, Koryphäen, nenne ich es jetzt mal, dabei, in einem großen Saal im Innenministerium, ihn über die tatsächliche Corona-Situation aufgeklärt hat. Es gibt darüber sogar Bänder, die mitgeschnitten wurden, die liegen in mindestens einer Kopie im Innenministerium beim Staatsschutz. Also sie sind nicht transparent für die Bürger einzusehen, da steht ja die Frage, warum. Das wäre eine Sache, wo Bündnissacher Wagenknecht sagen könnte, warum werden diese Bänder denn nicht freigegeben? Ne? Transparenz, wir wollen Aufklärung von Corona, sagt Sacher Wagenknecht. Und so ging natürlich dann der Unmut los, wie das denn sein kann, wer das überhaupt entschieden hat. Wer hat denn dort entschieden, dass jetzt schon im April mit der CDU irgendwie verhandelt wird? Denn du wusstest ja noch gar nicht, dass nach oben hin schon sich irgendwelche Klüngelkreise zusammengetan haben. Nee. Und so wurde dann eben auch bekannt, so nach dem Motto für den Sächsischen Landtag, für so ein Mandat brauchte ich nicht bewerben, denn die Freunde sind da schon verteilt. Und das hat natürlich zu sehr, sehr viel Unmut in den politischen Reihen geführt, der Unterstützer. Da waren super engagierte Menschen mit hoher Fachexpertise und dem Herz am richtigen Fleck, die dann gesagt haben, ich dachte, wir machen ja neu und wir machen wirklich Demokratie und die Besten setzen sich durch. Und die waren schwer enttäuscht, manche sind direkt gegangen. Und andere haben sich, ich nenne es jetzt mal, aufgelehnt und haben gesagt, wenn es da so einen kleinen Klüngel gibt, das lassen wir als die breite Masse an Demokraten uns nicht gefallen. Wir wollen wissen, wer das ist. Wir wollen wissen, wer da diese Strippen zieht. Und da gab es einen sehr, sehr engagierten Demokraten, Timo Backofen, den Namen kann ich hier nennen, der sehr kritisch, der ist früher in der DSU gewesen, dann war er über 10 Jahre in der SPD und hat dann gesagt, im Bündnis Sacher Wagenknecht, da wollen wir wirklich alles neu machen, hat sich dort engagiert. Und als er dann mitbekommen hat, dass hauptsächlich eher so altlinke Kreise, ohne jetzt pauschal gegen die irgendwie Stimmung machen zu wollen, sich da diese Partei, ich nenne es jetzt mal zum Untertan machen, hat er gesagt, so funktioniert es nicht. Dass unzufriedene Linke damit hinwechseln, weil sie sagen, wir können mit der linken Politik, die auch Klüngelpolitik ist, nicht mehr mitgehen, okay. Aber wenn wir es ehrlich links machen, dann transparent, demokratisch und Co., so funktioniert es nicht. Und der ist dann auch massiv in die Kritik geraten, weil er eben sehr fundiert, der hat sehr gute Kontakte, gerade aus dem Bereich Vogtland, wo ganz, ganz viele, die jetzt auf der Landesliste sind, man muss sich das mal anschauen, 10 von 15 Landeskandidaten kommen aus dem Bereich Chemnitz, Zwickau, Geithain, Mittelsachsen, also alles eher so aus dem Süden. Wir haben einen aus Dresden, das ist die größte Stadt in Sachsen, einen, glaube ich, aus Leipzig, und eine Dame, Frau Biebrach, aus Kamenz oder Bautzen. Und also überhaupt nicht das Abbild der Gesellschaft verortet, sondern eben eher so, okay, wer aus diesen altlinken Kreisen aus dem Raum Chemnitz, Plauen, Zwickau und Co. hat sich dort schon scheinbar vorher durch den Aufbau von Frau Zimmermann, die auch dort wohnte, irgendwie die Freunde gesichert. Und das kam bei vielen eben überhaupt nicht gut an. Und dann gab es Kritik und der Herr Backofen er ist ein Landesbeamter für Verwaltungsrecht. Und dann wurde in Pirna der Bürgermeister bei der Kommunalwahl gewählt und haben irgendwo sich kennengelernt und haben einfach ein normales Gespräch miteinander geführt. Der war damals der Herr Plocher aufgesetzt für die AfD. Und da hat er gesagt, Mensch, du bist organisiert, du hast das Herz am rechten Fleck, dich hätte ich gerne ausgeborgt für mich als Büroleiter. Und dann wurde der von der Landesbehörde abkommandiert. 4 Monate dahin und dann ging ein Riesenfass, wurde da aufgemacht, dass das irgendein AfD-nah wäre und wie das sein kann, dass sich Rechtsradikale bei uns eingeschmuggelt haben und so weiter, obwohl der vom Herzen her ein Urlinker ist. Ja. Das war jetzt nochmal einfach von der Zeiteinteilung her. Wann war das genau? Das war im April. Im April, nachdem die Stimmung umschlug, wie sich schon wieder irgendwelche Klüngelnetzwerke Posten sichern. Also kann ich das mal so zusammenfassen? Also eine richtige Graswurzelbewegung ist das nicht. Das ist Fehlanzeige. Das heißt, Sie haben schon Gespräche mit der CDU in Sachsen geführt, während man gleichzeitig aber nicht dafür war, dass Leute, die aus der AfD kommen und dort arbeiten wollen, dass man die nicht so gerne sieht. Ist das so richtig? Habe ich das verstanden? Er hat ja,
er hat ja mit der AfD sonst eigentlich nichts zu tun gehabt. Es ging nur darum, dass der Bürgermeister ihn als seinen, ich nenne es mal Chefsekretär in Pirna, weil er Verwaltungsbeamter ist, vom Land einfach dahin abkommandiert wurde. Und da die sich privat bei irgendeinem Koch-Event oder so, glaube ich, haben die sich kennengelernt, haben sich zwischenmenschlich gut verstanden, hat er also gesagt, das kann ich mir vorstellen, das war für ihn eine Beförderung von der Position her, eine Herausforderung, hat er gesagt, das kann ich mir vorstellen. Und dann reichte die Kontaktschuld schon aus, um nicht... Okay, also das hört sich natürlich für eine BSW, die immer so offen und Frieden und Freude Eierkuchen ist. Eine Kontaktschuld wurde da schon irgendwie nicht akzeptiert. Hat sich dann weiteres aufgetan? In meinen Augen war das mit der Kontaktschuld, also man muss dazu sagen, mit der Kontaktschuld ist das so eine Sache im Bündnis Saarwagenknecht. Es gibt einen Listenplatzkandidaten, ich glaube, ist auf Platz 10. Ich glaube, Huhn ist sein Name. Da, also als das natürlich hochkam mit der Kontaktschuld von wegen AfD, ging dann, wir hatten so eine interne Chatgruppen, ging dann links rum und Recherchen, dass wohl ein Listenplatzkandidat, ich glaube, Herr Huhn heißt er, eine Frau hat, die Rechtsanwältin ist in einer Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei. Und da haben so die aus dem Raum Leipzig natürlich sofort gekannt, oder recherchiert. Dieser Herr Huhn, ich glaube Herr Huhn, hat eine Frau, die arbeitet mit einer Rechtsanwaltskanzlei zusammen, der heißt Herr Schollack. Und dieser Herr Schollack hat wohl einen Sohn, der heißt, glaube ich, Robert Schollack und der Mann heißt, glaube ich, Rüdiger Schollack. Und irgendwie gibt es da Verbindungen zwischen der Frau Huhn und diesem Robert Schollack, den auf Internetseiten rechtsradikale Netzwerkzugehörigkeit vorgeworfen wird. Und da stelle ich mir dann die Frage, wenn dieser Kontakt schon dort gegeben ist, aber ein Mann mit einer Frau zusammenlebt, die in einer Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei ist, die vor Gericht Neonazis, so wurde es dort geschrieben, vertreten hat und in windigen Immobilien-Deals, also ich habe da selber recherchiert, die Links können wir gerne hier dann zur Verfügung stellen, da kann jeder sich ein eigenes Bild machen, warum gibt es dort die Kontaktschuld nicht? Das ist doch interessant, weil ich denke mal, dass gerade eine Sarah Wagenknecht oder auch ihre Vorstandskollegin Amira Mohammed Ali da gar keine Interessen haben, mit rechtsradikalen Netzwerken zusammenzuarbeiten. Wie kann denn sowas passieren? Berechtigterweise, gerade wenn es ja eigentlich heißt, die ganzen Menschen werden so hart geprüft. Also ich bin ja auch hart geprüft worden. Ne? Ich bin am 40. Geburtstag meiner Lebensgefährtin angerufen worden, doch bitte zu den Mitgliedern zu kommen. Und vor Ort traf ich dann die Mitglieder, die gesagt haben, Marcel, wir können uns vorstellen, dass du Direktkandidat werden würdest. Stell dich doch mal bitte vor. Kannst du dir das vorstellen, das zu machen? Und stell dich doch mal vor. Ich habe dann gesagt, eigentlich möchte ich das grundsätzlich nicht. Ich bin gern Feuerwehrmann, wenn es der Sache aber hilft, weil ihr sonst niemanden habt. Und ich eine gewisse Bekanntheit in den kritischen Kreisen, die ja sonst eher AfD-Wähler sind oder Freie Sachsen teilweise auch nachlaufen. Wenn das der Sache hilft, dann kann ich mir das vorstellen, sehe mich aber eher eigentlich als Verbindungsmitglied, um die Expertise von Fachberatern an das Parlament herantragen zu können, damit die eine ehrliche Politik machen, weil ich gute Kontakte habe, glaube ich. Jedenfalls habe ich mich dort vorgestellt und bin dort einstimmig gewählt worden von allen handverlesenen Mitgliedern. Und das sah für mich auch wie ein demokratischer Prozess aus. Darunter waren, wie gesagt, 2 der 10 Mitglieder aus dem Landesvorstand von Sachsen. Und eine Woche später bekam ich dann die Rückmeldung, dass Frau Sabine Zimmermann diese Wahl nicht genehm ist. Also das, was die Basis demokratisch... Moment. Also nochmal ganz kurz, damit wir das auch richtig verstehen. Also du wurdest als Direktkandidat aufgestellt, wurdest auch gewählt von denen, die da waren. Und dann kam von dieser Frau, die du erwähnt hast, woher kam die? Die kam vom Landes. Die ist die Landesvorsitzende, Frau Sabine Zimmermann. Oh. Und die hat gesagt, das unterschreibe ich nicht. Also sie hat wie Cäsar den Daumen gesenkt und hat den demokratischen Prozess zunichte gemacht. Und was ist dann passiert? Ich meine, gab es da nicht einen Aufstand von den Wählern, die dich gewählt haben? Naja, da das ja nur die wenigen Mitglieder waren, die selber auch Interesse daran haben, eventuell selber in der Partei in eine Position zu bekommen, gab es von diesen Reihen so einen klaren Aufstand nicht. Ich hätte mir das gewünscht, zumindest von dem Dr. Uhlig oder von dem Ralf Böhme, dass da
interminiert wird, im Sinne, wie kann das sein, dass die Basis demokratisch wählt und eine Spitze undemokratisch sagt, das interessiert mich nicht, was ihr da demokratisch macht. Ich sage nein und dann ist nein. Aber das ist so gewesen, also das, was ich immer so mitbekommen habe, ist, dass unsere Landesvorsitzende aus Dresden in dem Zehnergremium sehr häufig auf verlorenen Posten standen. Ich würde für jeden der Dresdner Basis meine Hand ins Feuer legen, dass das gutherzige Menschen sind, fast alle. Aber da gibt es Strukturen, die Macht ausüben und ausüben können, die eben Stimmen unterdrücken. Wenn der Vorstand zu acht sagt, weil das eben eine Clique ist, was ihr beiden sagt, ist uns egal, dann ist es halt schwierig. Gab es denn eine Begründung, warum das nicht genehm war, diese Wahl? Ich habe keine bekommen. Ich habe mir meine natürlich gedacht, weil ich grundsätzlich kritisch bin und weil ich mich auch in diesen Chats, wo auch der Timo Backofen gesagt hat, Intransparenz, so geht's nicht, natürlich lautstark meine Stimme erhoben habe und da viel Zuspruch bekommen habe. Also ich war so ein internes, freies Radikal, was immer auf Demokratie und Transparenz gepocht hat. Und das ist natürlich nicht jedem ja, liebsam gewesen. Ja, wurde das schriftlich eingereicht, mündlich oder wie? Oder weil du hattest ja eine Position dann, du hattest ja ein Mandat, ja, also gewählt zum Mandatsantritt sozusagen, zur richtigen Wahl. Und wie geht sowas? Ich verstehe gar nicht. Dann gibt es da demokratische Grundrichtlinien dafür? Also ich meine, wenn man gewählt wurde, dann ist man Direktkandidat. Da kann nicht einer kommen, obwohl es ging ja auch damals bei der Frau Merkel, ne, als in Thüringen damals gewählt wurde und die Frau Merkel war. Und sie war in Afrika und hat gesagt, nein, da bin ich nicht einverstanden damit und da musste nochmal gewählt werden. War das so ähnlich? Kann man das so vergleichen? Ja? Ich kann es nicht genau sagen. Du unterschreibst natürlich dann quasi, dass du gewählter Vertreter bist und das muss dann in so einem Verwaltungsakt eben zur Parteispitze gehen und da muss das vom, ich nenne das mal Generalsekretär, unterschrieben werden. Und wenn der das nicht unterschreibt, weiß ich nicht, wie da die politische Handhabe ist, dass der das muss. Scheinbar muss er es nicht. Aber ich kenne mich da zu wenig aus. Einer von euch, ich frage die Frage nochmal, denn wenn wirklich Ungereimtheiten sind, muss man sich beim Bundeswahlleiter melden. Und diese Dinge, die da undemokratisch und nicht nach der Satzung, man muss natürlich immer die Satzung achten, stattfinden, die muss man natürlich anzeigen. Ist das dazu gekommen? Hat irgendeiner eine Anzeige beim Bundeswahlleiter gemacht innerhalb der BSW in Sachsen? Ich habe keine gemacht und weiß auch von keiner. Ich kenne mich nicht aus, ob das so rechtlich machbar ist, ob so ein demokratischer Prozess rechtssicher durchsetzbar ist oder ob darüber eine, ich nenne es jetzt mal Landesfürstin, bestimmen kann. Das kann ich so nicht sagen, da bin ich nicht sicher genug. Ich habe mich Man kann jederzeit, also ich habe einmal eine Partei gegründet vor circa 10 Jahren, das war die Humanistische Friedenspartei, die ist auch noch eingetragen, die liegt aber sozusagen brach. Ja. Und es ist so, man kann jederzeit den Bundeswahlleiter anschreiben und bei, sagen wir, Ungereimtheiten jederzeit fragen, schauen Sie mal, das ist unsere Satzung, der Bundeswahlleiter kennt sowieso die Satzung, die muss man ja abgeben beim Bundeswahlleiter, der muss die checken und dann wird er das überprüfen. Und wenn die Protokolle das nicht hergeben und wenn die demokratischen Richtlinien nicht wirklich so gemacht wurden, dann darf er eingreifen und sagen, nein, hier haben Sie sich nicht demokratisch verhalten. Sie müssen eine Neuwahl machen, nochmal machen. Und dann kann es auch dazu kommen, dass man eine Rüge bekommt, ne? Weil die demokratischen Richtlinien sind ziemlich klar strukturiert bei Parteien. Es gibt die Satzung und es gibt das Programm und daran hält man sich. Und wenn man sich daran nicht hält, und deswegen müsste man jetzt eine Überprüfung machen, wie denn die Satzung für die BSW geregelt ist. Wenn das natürlich in der Satzung steht, dass ein Landesherr, man kann ja auch jederzeit eine Art demokratisches Verständnis so einsetzen, dass man sagt, nein, der Landesvorstand darf jederzeit eine kleinere Wahl von der Gemeinde oder sowas überstimmen, ist es wahrscheinlich rechtens. Also ich kenne die Satzung jetzt nicht von der BSW, aber es wäre eigentlich eine ganz gute Methode, mal den Bundeswahlleiter zu fragen, ob das mit rechten Dingen zugeht. Einfach eine Überprüfung. Also ich selber
war ja sowieso nie auf diesen Posten, nenne ich es jetzt mal, aus und habe mich deswegen auch nicht groß echauffiert darüber. Ne? Ich habe ja gesagt, ich mache es, wenn es der Sache dient. Also ich dränge mich da nicht in den Vordergrund. Es gibt auch bei uns im Bundesarbeitergericht natürlich dann wieder Leute, oder bei uns, ich bin ja nicht mehr dort, die sich in Pöstchen bringen bezüglich einer Bezahlung. Ich habe damals zum Beispiel gesagt, wenn ich so ein Mandat bekommen sollte, da bekommt man ja 10.000 Euro oder so, alles, was über mein persönliches Feuerwehrgehalt darüber hinausgeht, spende ich, weil ich bin als Feuerwehrmann gut genug bezahlt für die Gesellschaft. Also ich bin ja auf dem Posten nicht drauf gewesen. Kamst du dir nicht ein bisschen verarscht vor, erst dich aufstellen zu lassen? Also die Fragen kamen ja von den anderen Mitgliedern, ob du das gerne machen würdest. Und dann stellst du dich auf, man will all dieser Pipapo, ja, dieses Pipapo drumherum, du bist gewählt worden und dann kommt auf einmal nein. Den wollen wir nicht haben als Direktkandidat. Wie hast du dann darauf reagiert? Dich einfach zurückgezogen? Oder warst du sauer? Fandest du schmerzhaft? Ich war nicht sauer. Ich war nicht sauer, weil ich das Amt ja nicht haben wollte, sondern ich war verdutzt. Ich war verdutzt, dass es innerhalb des Bündnis Sachsen-Anhalt, was sich in der Außendarstellung so transparent und gerecht darstellt, solche Vorgehensweisen gibt, und fand das also erschreckend, sag ich mal. Also das hat mich so ein bisschen desillusioniert und viele andere auch. Wir haben dann intern auch in dem Chat, ich nenne es mal Unterstützer-Chat, viel darüber gesprochen, wie das sein kann. Es gab dann so eine Art, wir haben dann gesagt, wir können das so nicht hinnehmen, diese Intransparenz. Wir verfassen einen Brief. Also erstmal gab es ein Krisentreffen, wo auch die Dresdner Vorstände geladen waren, wo die Basis, nenne ich es mal, gesagt hat, diese Prozesse sind intransparent und nicht demokratisch, das lassen wir mit uns so nicht machen. Das wurde dann an Frau Zimmermann herangetragen. Und es sollte eigentlich ein Unterstützertreffen Termin geben, wo sich Frau Zimmermann dazu äußert. Ja. Einen Tag vorher ist dieser Termin abgesagt worden. Und es wurden aufgrund, es war eine hitzige Debatte, und es ging ja jetzt mal um strukturell wichtige Dinge, die aber von der Gegenseite, so war es wahrnehmbar, überhaupt nicht geändert werden sollten. Sondern es sollte bewusst diese Machtstruktur erhalten bleiben. Und um sich den kritischen Fragen, weil wir hatten wirklich richtig kluge Köpfe und ehrliche Köpfe, die gute Fragen hätten stellen können. Ich glaube, um sich diesem Feuer nicht aussetzen zu müssen, wurde ein Tag vorher der geplante Termin dahingehend umgemünzt, dass man alle Unterstützer, das waren ungefähr 30, ausgeladen hat und gesagt hat, ich treffe mich nur mit den 6 Mitgliedern, die dann vorausgewählt und auf Linie waren, nenne ich es jetzt einfach mal, was dieses wir müssen ja zusammenhalten angeht, also unkritischer waren. Ja. Und also das hat natürlich noch mehr Sturm der Entrüstung ausgelöst. Und wir haben dann überlegt, was wir machen. Ich war dann einer von mehreren Menschen, die dann einen Brief verfasst haben, nochmal an den Vorstand, wo wir das nochmal angemahnt haben und gesagt haben, wenn das so bleibt, dann gehen wir damit an die Öffentlichkeit. So funktioniert es nicht. Aber wenn man dann mitbekommt, wie diese Strukturen so laufen und wie wenig charakterstarke Menschen sich dann wirklich dafür einsetzen, dass es transparent ist, dann entmutigt das natürlich auch wieder, weil man sagt, okay, wir wollten es doch neu machen. Ist denn die Gesellschaft entweder noch nicht so weit oder ist sie aufgrund von verschiedener Zwänge wieder so, dass sie sich dann unterordnet, weil sie dann einen Platz versprochen bekommt? Und wenn wir da nicht die Charaktere haben, zu sagen, das Recht ist das Oberste, an das wir uns halten, Posten hin oder her. Ne? Gerechtigkeit ist das Einzige, was unsere Welt heilen kann, weil wir sind ja jetzt hier in einer sehr verrückten Zeit, ist, dass wir uns wieder auf Recht und Gerechtigkeit besinnen. Ja, hast du das Gefühl, dass die Menschen, die also von der BSW aufgerufen wurden und dann auch sich mit eingebracht haben, benutzt werden? Kann man das so sagen? Das war ja dann, das war eigentlich dann der Tenor. Der Tenor war dann zu sagen, okay, die haben sich irgendwie in eine kleine Kruste von Menschen, 10, 20 Menschen, schon vorher alles zusammengebaut, wie sie es haben wollen. Netzwerke, die sich sehr lange kennen. Und wir dürfen hier Plakate kleben. Was am Anfang ja eben nicht so rüberkam, weil wir am Anfang ja mitbestimmen durften kommunal. Aber als es dann ans Höhere ging, hatte man da sofort gemerkt, da geht es nicht mehr um Mitbestimmung. Und das hat natürlich dann den Unmut ausgelöst, dass die Leute auch gesagt haben, dann brauche ich hier nicht mitmachen. Also dieses ganze Wahlveranstaltung für Landtag und Plakate hängen und so war dann sehr, sehr schwierig auch zu gestalten, weil ganz viele abgehauen sind. Und zwar richtig gute Leute, Doktoren, die wirklich dachten, wir können ja nochmal politisch was verändern, haben sich alle zurückgezogen.
Gut, ich meine, offen hatten Sie ja auch gesagt, dass Sie eine besondere Strategie hatten, ne, von Anfang an, dass Sie halt nicht so viele Mitglieder zulassen. Trotz allem sind es 450 Mitglieder. Wenn du jetzt aber sagst, dass immer wieder von 30 zum Beispiel nur 6 ausgewählt wurden, ja, die dann sich da treffen durften, ist das natürlich schon merkwürdig. Ich denke, die BSW hat sich, wenn ich das jetzt aus meiner Warte sehe, auch recht schnell selbst ausgeschossen, nämlich in dem Moment, als sie gesagt hat, sie möchten Gespräche mit der CDU führen. Und wie du uns gesagt hast, hat das ja relativ früh schon angefangen. Das heißt, sie haben von vornherein eigentlich mit der, also das unterstelle ich denen jetzt einfach mal so, ja, mit der CDU schon mal Gespräche geführt. Wir haben relativ schnell erfahren, dass sie also mit der AfD erstmal gar nicht reden wollen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wozu denn, wenn wir jetzt, und in Sachsen ist es eine besondere Situation, du hast es einwegs gesagt, es ist so lange CDU regiert, dass die Menschen vor Ort einfach mal einen Wechsel benötigen. Und wenn dann die BSW kommt und sagt, oh ja, machen wir erstmal den Schwarzen, mit der CDU, dann ist natürlich, dann hast du gleich sozusagen mehr als die Hälfte der neuen Mitglieder oder Unterstützer gleich wieder weg. Die schmeißt du im Grunde raus, weil die sagen, ja, wozu gehe ich dann da rein, wenn ich dann schon wieder danach das Gleiche bekomme, ne? Wie ging es denn dann bitte weiter für dich? Bist du dann weiter drin geblieben oder was ist dann passiert? Also ich habe dann, das war ja dann so Ende Mai, Anfang Juni, gesagt, dass ich, ne, Ende Mai war es, dass ich noch den Wahlkampf, den Kommunalwahlkampf, der ja, ich glaube, die Wahl war am 6.6., wenn ich mich nicht irre, unterstütze, weil da wirklich richtig gute Leute waren, gerade so aus meinem Wahlbezirk in Lehrer, der Maurice Janisch, die habe ich dann beim Wahlkampf unterstützt, weil das ehrliche Menschen sind, und habe mich dann aber danach zurückgezogen, weil das einfach mit Ehrlichkeit nichts zu tun hat. Aber dennoch bin ich immer noch gut verbunden auch in die Kreise. Ich habe auch noch eine Bildungsexpertin, nenne ich es jetzt mal, bei uns aus Dresden in einem Direktwahlkampf unterstützt, weil ich ja kennengelernt habe und mitbekommen habe, dass das wirklich Menschen sind, die Veränderung wollen. Und wenn man dann mitbekommt, wie auf der Liste Menschen eingesetzt werden, über die man recherchieren kann, die zu einem ganz, ganz großen Teil entweder nicht die Fachexpertise aufweisen für die Dinge, die es benötigt, oder man natürlich wieder den Eindruck gewinnt, dass da ganz, ganz viele Ex-Linke, ohne die pauschal abwerten zu wollen, einen neuen Posten bekommen, dann hat man mehr und mehr natürlich in der Außenwirkung das Gefühl, dass da einfach nur ein Pferd umgesattelt wurde, dass da einfach nur diese untergehende Stern, nenne ich es mal, der Linken, die ja scheinbar vom Wähler dafür abgestraft wurden, dass sie ganz, ganz viel erzählt haben. Also die Linken sind ja von 2014 bis 2024 von knapp 20% in Sachsen eben jetzt auf nicht mehr sichtbar abgestürzt. Aber das gibt ja Gründe dafür, denn wenn sie 20% hatten, hätten sie theoretisch anteilig Politik für die Menschen machen können. Und das war scheinbar nicht glaubhaft genug, sodass eben mit der Konsequenz sinkender Wählerstimmen und Vertrauen leben mussten. Und jetzt eben das Bündnis Sahra Wagenknecht diesen Leuchtturm wieder aufmacht. Die wären das. Aber das ist für mich betrachtet leider nur alter Wein in neuen Schläuchen, weil da auch so viel, wirklich viel Intransparenz ist von den Menschen, die auf dieser Liste 1 bis 15 sind. Da sind noch ganz andere aus Pirna und Kamenz. Also es gibt da noch eine Verbindung zum Beispiel von dem Lars Wurzler, der mit der Ines Biebrach, wo niemand intern, zumindest von den Nicht-Eingeweihten, wusste, dass die eigentlich zusammengehören und dieses Jahr geheiratet haben. Sondern das sind ja erstmal für uns Unterstützer auf den ersten Blick vollkommen fremde Menschen. Der eine ist da irgendwo in Pirna oder so oder in Freital oder ich weiß gar nicht genau, wo der Herr Wurzler ist. Und die Frau Biebrach, die ist dann eben viel, viel weiter entfernt. Und wenn man das nicht weiß, dass die eigentlich zusammengehören und dass das Netzwerke sind, dann erkennt man den Klüngel auch so schnell nicht. Oder der Lutz Richter, der ist, glaube ich, aus Pirna, dessen Frau ist noch bei der Linken. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer daran zu glauben, dass wenn die abends zusammen sind in ihrem Haus, dass es da einen so groß unterschiedliche
kontroverse Debatten um Politik gibt. Und das BSW ist ja für eine andere Politik angetreten. Ohne Migration zum Beispiel komplett zu verteufeln, spricht man dort Migrationsproblematik mit Sicherheitsrisiken an. Was man leider auch nicht anspricht, auch beim BSW nicht, ist, dass diese ganze Migrationsdebatte überhaupt erst aufgekommen ist durch Außenpolitik, Wirtschafts- und Außenpolitik, die CDU getragen in Syrien und Co. mit amerikanischen Partnern die Länder zerstört hat. Durch unehrliche wirtschaftliche Umgang mit afrikanischen Ländern haben wir Afrika so verarmt, dass die Menschen hierher Flucht suchen. Das wird alles nicht thematisiert, aber das ist der Kern. Ja, das ist ja natürlich auch unsere Frage als freie Journalisten, denn Sarah Wagenknecht hat sich immer für Frieden eingesetzt und auch damals in Syrien und überall, wo wir sind, immer wieder. Und dass sie dann natürlich sich überhaupt wagt, mit der CDU da Gespräche zu führen, ist natürlich unglaublich. Auch Kevan, so wie Savas hat ja auch darüber gesprochen, hat gesagt, wie geht denn sowas? Ich meine, was soll denn das heißen? Wie ist dein aktueller Zustand? Bist du noch da? Möchtest du mit denen überhaupt noch was zu tun haben? Gibt es eigentlich noch mehr Informationen, die du uns weitergeben kannst? Wie sieht's aus? Also ich bin im politischen Spektrum nicht mehr aktiv, weil ich desillusioniert bin. Ich hatte auch Gespräche im Schützenverein zum Beispiel von mir. Ich bin jetzt kein Sportschütze mehr, weil ich ja vom Verfassungsschutz beobachtet werde als nicht mehr zuverlässig. Ja? Ich bin nicht. Ist das gesichert? Ist das ein gesicherter Eintrag über der Verfassungsschutz über dich? Oder die Waffenbehörde? Die Waffenbehörde hat mir zumindest unter dieser Begründung meine waffenrechtliche Erlaubnis entzogen, weil sie gesagt hat, der Verfassungsschutz hat Erkenntnisse, die sie nicht mehr zuverlässig erscheinen lassen, ja, weil ich Corona-Kritik geübt habe. Das muss man sich überlegen. Da wird man gleichgesetzt mit jemandem, der mit diesen Waffen eventuell irgendwas Unmoralisches tun könnte. Jedenfalls in diesem Schützenverein ist der André Wendt, das ist, ich glaube, der zweite oder dritte Mann der AfD in Sachsen. Natürlich unterhalte ich mich mit ihm auch, er ist wie ich, Ex-Soldat. Und ich bin jetzt niemand, der hier pauschal BSW-Kritik übt, sondern ich sehe auch bei der AfD leider Gottes keine echten Lösungen. Ich habe dann dem André in Gesprächen gesagt, André, du hast das Herz am rechten Fleck, aber du bist politisch so unwissend, es kann eigentlich nicht sein, dass du 10.000 Euro im Monat verdienst, dafür, dass du Lösungen anbieten sollst, die du nicht hast. Ja, und das stimmt auch zu, das weiß er selber. Er sagt dann, ja, wir haben Fachgruppen. Da habe ich gesagt, aber du bist Landesspitze, du musst es wissen, was eure Fachgruppen für euch ausgearbeitet haben. Und ich war auch in einem Gespräch im Bundestag mit der Bundesspitze der AfD, weil man mich auch dort gefragt hat, ob ich da mitarbeiten möchte. Und da habe ich natürlich so ein paar Fragen gestellt, wie das Programm in welche Richtung aussieht, weil ich mit dem AfD-Wahlprogramm jetzt auch nicht so bewandert bin. Ich bin bewusst seit 10 Jahren Nichtwähler. Das muss man sich mal überlegen. Ich bin als Beamter seit 10 Jahren Nichtwähler, weil ich frustriert bin, was hier passiert und niemandem vertrauen kann. Und meine erste Frage war natürlich, das gebe ich ganz offen zu, ob die AfD sich über die politische Souveränitätslage Deutschlands bewusst ist. Um überhaupt erstmal zu wissen, ob ich weiß, mit wem ich hier spreche, wie politisch gebildet die sind. Da haben sie mir bestätigt, dass sie wissen, dass wir politisch nicht voll souverän sind. Und habe dann noch ein paar andere Fragen gestellt. Wie stellt ihr euch die Politik in die Richtung vor? Landwirtschaftspolitik, Bildungspolitik, ein ganz wichtiges Thema. Da waren leider auch von führenden AfD-Politikern keine zufriedenstellenden Antworten, obwohl es die gibt. Wenn man sich anguckt, was Gerhard Hüther, was Ricardo Leppe erzählen können, weil sie mit den Kindern sprechen. Wenn man sich wirklich mit Bildung mal auseinandersetzt, und zwar wirklich Bildung und Entwicklung aus sich heraus und nicht gebildet werden von einer Herrschaftskaste, die das Wirtschaftsgetriebe antreibt, wo man ein Zahnrad sein soll, dann sind da so eine Meilensprünge, die wir tun müssen, dass eben das BSW, jetzt komme ich da wieder zum BSW zurück, der Wurf in der Bildungspolitik des BSW soll sein, Landespolitik, dass die Klassen 1 bis 8 jetzt vom Alter her mehr miteinander lernen. Das ist alles, was das BSW zur Bildungspolitik beitragen kann. Und das ist einfach zu wenig. Ja? Die Inhalte, wo kommen wir Menschen her? Ne? Human Design, was sind vielleicht unsere kosmischen Stärken und Schwächen? Wie können wir es schaffen, sie für die Menschheit besser einzusetzen? All das, davon wissen die ja nichts. Aber das sind Fachexperten, sagen wir.
Das ist das Problem. Was meinst du, die Strukturen der Parteien oder des Parteiensystems, sind die zu eng gestrickt, als dass man so freie Gedanken haben kann, um eine wirkliche Graswurzelbewegung in einer Partei zu gestalten? Sind diese Rahmenbedingungen zu eng gestrickt vielleicht? Was meinst du? Liegt das daran? Ich glaube, dass natürlich auf der schriftlichen Ebene, ne, wir nehmen unser Grundgesetz, ist alles geschaffen. Wenn wir uns daran halten würden, ist alles geschaffen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber dann kommen diese Macht- und Einflussnetzwerke und man muss das verstehen. Der König Amerika hat nach dem Zweiten Weltkrieg den König Deutschland besiegt und hat die Burg und die Ländereien des Königs, der dann verloren hat den Krieg, besetzt und macht natürlich jetzt das auf einem größeren Territorium, was er vorher nur in seiner Burg machen konnte. So ist Politik heute wie vor 500 Jahren. Und die Netzwerke, ich glaube, das war der ehemalige Dr. Oetker Patriarch, wenn ich mich nicht irre, der mal gesagt hat, Amerika wird von 200 reichen Familien regiert und unsere Absicht ist es, mit denen gute Kontakte zu haben. Wenn also Amerika nicht von einem gewählten Präsidenten regiert wird, sondern von 200 reichen Familien oder durch den Kapitalismus jetzt 50 Jahre später wahrscheinlich noch weniger, dann ist natürlich die Frage, ob Politik, so wie man uns das verkauft, überhaupt Realität ist. Und wir brauchen, glaube ich, mehr Bewusstsein bei den Menschen und mehr gutherzige Menschen, die einfach sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. So kann das nicht weitergehen. Weil selbst die ja heute noch profitieren von dem Klüngel, müssen verstehen, dass wenn die nächste Reihe abgeräumt wird im Kapitalismus, sie auch zu den Armen dazugehören. Also das ist systemimmanent unser Problem, was wir haben durch den Kapitalismus, durch die Machtstrukturen, die über die Banken geschaffen wurden, die sich ja alle Länder untertan machen. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass wir das erkennen müssen, wie die tatsächlichen Machtstrukturen herrschen und dass wir sagen müssen, von unten, Graswurzelbewegung ist ja eigentlich Demokratie. Das ist das, wie wir miteinander umgehen möchten und wir akzeptieren es nicht mehr. Wir arbeiten nicht mehr für die Firmen, die Waffen herstellen, um in Kriege zu führen, sondern unsere Hände schaffen Schulen, Kindergärten und diese Dinge. Und ich glaube, das ist das Wichtigste im Bewusstseinssprung. Denn das Bewusstsein, das, was nicht stimmt, haben wir, so viele Nichtwähler, wie wir haben. Wir bräuchten nur, glaube ich, noch die richtigen Menschen, die zeigen, Ideen aufzeigen, wie es wieder gehen kann. Und ich hatte gehofft, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht das tut. Leider nein. Also ich bedanke mich bei dir, Marcel Jeschke. Du bist nicht nur Bundeswehrsoldat gewesen, sondern auch Feuerwehrmann für unser schönes Deutschland. Man hat also gesehen, dass du dich auch einbringen wolltest. Du hast erkannt, dass man da nicht weiterkommt, dass es mit recht undemokratischen Dingen hier zu tun hat, die innerhalb einer Partei stattfinden. Ich sage immer noch, wenn du vielleicht Leute kennst da drin, die sollen mal den Bundeswahlleiter anschreiben, ja? Denn er ist dafür da, um alles ganz genau zu prüfen. Wir zahlen ja auch Steuern für diesen Menschen und der sollte das mal im Kreis Sachsen mal nachschauen. Das ist so mein Tipp. Denn sowas geht nicht. Und ich habe solche Dinge auch von anderen Menschen aus kleineren und größeren Parteien gehört. Und es ist aber sehr selten, dass man sich wirklich an offizieller Stelle da beschwert. Und deswegen sage ich, tut es. Es wird überprüft, denn oft hoffen diese Menschen, dass es keiner mitkriegt, dass man einfach weitermachen kann. Und das wünsche ich natürlich nicht. Ich wünsche mir genauso wie du eine Graswurzelbewegung, die in einer fruchtbaren Diskussion stattfindet zwischen solchen und solchen Gedanken und dass man dann gemeinsam nach der Satzung sozusagen, nach den Regeln der Satzung, einfach diese Dinge tut, wie sie sich gehören. Und diese Klüngeleien müssen benannt werden. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es, nehmen wir mal Whistleblower wie du, gibt, die sagen, Mann, ich wollte mich da engagieren und guckt, was mir passiert ist. Vielen, vielen Dank, Marcel. Ich wünsche dir und deiner ganzen Familie Gesundheit, viel Kraft und vielleicht hören wir ja noch mal von dir eines Tages. Vielleicht passiert ja auch noch was. Nicht auf der politischen Ebene. Ich glaube, wir müssen es gesellschaftlich irgendwie als Graswurzelbewegung anders sehen. Hast du es mit Parteien jetzt beendet für dich?
In dem derzeitigen Rahmen, glaube ich, ja. Also ich kann mir immer vorstellen, das hatte ich damals zum Beispiel auch der AfD im Bundestag gesagt, nachdem ich so spärliche Antworten bekam, habe ich gesagt, ich versuche mit anderen Bürgern ein, ich nenne es jetzt mal Bürgerbündnis, Informationsraum aufzubauen, wo sich alle Parteien ehrlich informieren können. Alle Parteien können auf diese Informationen zugreifen und dann ehrliche Politik machen zum Thema Landwirtschaft zum Beispiel, biozyklische Humuserde. Das wird diesen gesamten Chemiebereich, Agrarchemiebereich ausdünnen. Das sind ja auch Lobbynetzwerke und uns eine gesunde Natur schaffen. Damit sollte man sich mal auseinandersetzen. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Vielen Dank, Marcel Jeschke. Dankeschön. Euch einen schönen Tag. Danke, ebenso. Das war's von uns, von Klare Sicht. Ja, ein Mensch, der sich engagieren wollte, ein ganz normaler Bürger, geht zur BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, möchte sich dort aufstellen lassen, wird von ihnen gestoppt. Merkwürdige Sachen passieren. Wahrscheinlich wussten sie schon vorher, was sie genau zu tun haben, um vielleicht die Gelder auch zu bekommen oder was lässt sich für Netzwerke zu gründen. Ich finde es immer wieder wichtig, Menschen zuzuhören, die wirklich Erfahrungen gesammelt haben, ihre eigenen. Und deswegen lassen wir das auch hier so stehen, damit es für euch einfach auch ganz neutral wiedergegeben wird. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Und meine letzten Worte sind immer, bitte bleibt neugierig und bleibt Mensch. Bis zum nächsten Mal.